Ja! Weiter gegen Pyro. Pyro ist ein schöner Name, Pyro möchte ich heißen. Pyro ist mein Klopapier und darauf will ich. Ach, schön. Arcani, sein letztes Pokémon. Aber das haut rein, sag ich euch. Fast, schon ein bisschen. 47, immerhin. Kritischer Treffer und es wäre immer noch nicht eng geworden. Super effective. Alter, kannst du bitte aufhören? Oh Gott, jetzt muss ich pokern. Überleben wir das wahrscheinlich? Wahrscheinlich nicht. So viel zum Pokern. Ich hätte gesagt, na egal, egal. Level up! 4 HP. 3 Angriff. 1 Speed. 2 Speed! 2 Speed! Hammer. Oh, triumphale Triumphmusik. Ich bin zu nichts heruntergebrannt. Nicht mal Asche bleibt übrig. Du hast dir den Vulkanorden verdient. Ha! Der Vulkanorden erhöht die Spezialstatuten deiner Pokémon. außerdem kannst du das hier noch haben. TM 38. TM 38 ist Fireblast alias Feuersturm. Es ist die ultimative Feuertechnik. Verschwende sie nicht an Wasser-Pokémon. Da erzählst du mir was, lieber Herr Pyro. So, in der ersten Generation war es jetzt so, ich gehe jetzt eigentlich aus dieser Arena raus, schmeiß mich auf mein Pokémon, entweder ein surfendes Pokémon oder ein fliegendes Pokémon und gehe Richtung, wie heißt die Stadt? Ich hab's sau vergessen, Richtung Norden. Aber in Feuerrot und Blattgrün steht hier Bill! Wenn das nicht Julio ist! Schau, ich bin es, Bill, lange nicht gesehen. Ich hoffe, du benutzt noch mein PC-System. Nun, hör mir zu, da wir uns hier treffen, was hältst du davon, ein bisschen Zeit mit mir zu verbringen, alter, voll die Prostituierte? Das ist eine kleine Insel hier im Süden mit dem Namen Island 1. Ein Freund hat mich in eingeladen, also bin ich mal auf dem Weg nach da draußen. Wie wäre es, möchtest du mit mir kommen? Gut, dann lass uns gehen. Ja, ich weiß nicht, ob man auf Island 1 mit muss, aber ich glaube schon. Oh, es scheint so, als wäre das Bot meines Kumpels da. Lol, er hat es extra hergeschickt, um mich von der Cinnabar Island mitzunehmen. So, jetzt fahren wir Richtung Osten, obwohl wir Richtung Süden wollten. Nee, ist cool, ist cool. Bill, hier sind wir. Das ist Island 1. Es gibt einige Inseln herum und das ist eine von ihnen. Mein Freund Celio hat das Bot geschickt, um mich mitzunehmen. Ach Gott. Oh, er ist eine Schwuchtel, die den ganzen Tag vom PC hockt, in so ein richtiges Kellerkind. Warum erzähle ich dir das? Lass uns einfach Celio sehen. So, das ist ein Pokémon-Kraftwerk oder so eine Scheiße. Hey, da, Marcelio. Bill, ich kann nicht glauben, dass du hier rausgekommen bist. Nun ja, total. Wie kommst du mit deinen Nachforschungen voran? Oh, warte eine Sekunde. Julio, dies ist mein Kumpel, Marcelio. Er ist ein ganz dufter PC-Maniac. Marcelio, das ist Julio, zukünftiger Pokémon-Liga-Champion. Das ist wirklich beeindruckend. Ich hasse es zu sagen, aber ich habe keine... Ich bin schwul, hat er gesagt. Jedenfalls schön, dich kennenzulernen. Dann bring mich mal auf den neuesten Stand. Wie funktioniert deine Maschine? Bla bla bla, funktioniert prima. Boah, wollt ihr euch eigentlich diese Scheiße anhören? Boah, nee, ey. Ähm...
die PCs der anderen Insel können nicht mit dem verlinken. Oh ja, lass mich mal schauen. Warte mal kurz. Ich glaube, wir können es zum Laufen bringen. Lass mir dir helfen, okay. Julio, kannst du ein bisschen auf mich warten? Kannst du mir einen Gefallen tun, Julio? Ich sollte zu Island 2. Da ist ein Typ, der die Spielhalle betreibt. Der hat seltene Steine und Edelsteine. Sie bleiben in Kontakt, weil sie alle Pokémaniacs sind. Kannst du ihnen diesen Meteoriten vorbeibringen? Scheiße, ja! Ich habe sonst nichts zu tun, außer Meteoriten durch die Gegend zu schleppen. Julio, wenn du nach Island 2 gehst, nimm bitte dies auch mit. Der Tripass, der lässt mich die ersten drei Eiländer bereisen. Ja, ihr werdet ihr Travel Between hat. Es gibt insgesamt 7. Du solltest auch noch das hier nehmen. Und eine Town Map. Ja, ich sehe dich später, sag Kai zu dem Typen von mir. Ja, die Eiländer wurden zusätzlich eingebaut in Pokémon Feuerrot und Blattgrün, um das Spiel ein bisschen zu erweitern. Dies ist. Naja, es werden jetzt schon ein paar Folgen einnehmen, aber. Also bis jetzt kann ich nur die ersten drei bereisen. Später nach der Pokémon-Liga sind Island 4, 5 und 6 weiterhin möglich. Und ich weiß eigentlich gar nicht, was ich jetzt machen muss. Eigentlich zu Island 2, aber. Ich möchte jetzt gegen Dida kämpfen. Dida. Boah, bist du nutzlos. Ich fange an, einen Sonnenbrand zu kriegen. Also die Eiländer sind nur ein kleines Schmankerl. Abigail, ich weiß nicht mal, ob man die unbedingt machen muss. Aber ich mache die jetzt einfach mal. Body Slam. Jedenfalls gibt es mir noch die Möglichkeit, drei neue Pokémon zu fangen. Glaube ich zumindest. Ja, ich denke schon. Alter Anton. Alter, servier mir mal ein gescheites Pokémon als Gegner. Ja, ein Entoron. Ist genauso scheiße wie der Rest, aber. Es ist schon mal eine Weiterentwicklung von Anton. Wie mir halt Confusion 12 HP abzieht. Alter, jetzt mache ich dich mit Surfer fertig. Nein, ich kreide Schrei. Boah, wer halt 8 Minuten mit der Scheiße jetzt vom Anfang mit dem scheiß Billgelabere verschwendet haben. Boah. So. Oh, du bist so widerlich. Alter, dein Gesicht ist widerlich. Dein Sonnenbrand ist widerlich. Deine Orangenhaut ist widerlich. Alter, alles an dir ist widerlich. So. Lol, guck dich das an. Gras. Und was ist es? Motherfucking Habitat! Sie überlebt noch! So richtig! Ich überlebe mit einmal, bitte, damit du mich fangen musst. Auch wenn du mich nicht willst, weil du mich schon dreimal hast. Hab ich da! Alter, ich schaue sowas von im Internet nach.
was ich da hätte für Pokémon fangen können. Wahrscheinlich sowas wie Mew oder so. Eine 95%ige Wahrscheinlichkeit. Und dann Habitat! Oh, ich habe Habitat gefangen. Glückwunsch. Alter, wie ich hasse, dass ich nur 10 Buchstaben oder so einsetzen kann. Da reicht elendes Stück Scheiße nicht rein oder so. Ich bin unkreativ geworden. Nennen wir es... Ich glaube, ich habe noch keine Schwuchtel in meinem Team oder auf meiner Box. Schwuchtel. Das ist, was du bist. Eine kleine Scheiß-Schwuchtel. Lass es dir in eine dreckige Rosette besorgen, du Stück Scheiße. Okay. Hoffentlich schauen jetzt keine Eltern mit Kindern zu. Okay. Sie hat Mittag gegessen und jetzt ist sie fett geworden, jetzt will sie kämpfen. So, Picknicker Claire. Mit ihrem Mauzi. Mauzi. Ich will auch ein Mauzi. Ich habe ein Mauzi. Ich will es nicht einsetzen. Ich bleib bei. Oh, Zahltag. Was ich schade finde, da steht jetzt Coins Scattered Everywhere, also überliegende Münzen rum. In Pokémon Rot und Blau damals war es so, wenn der Gegner das, diese Attacke eingesetzt hat und man den Kampf selber gewonnen hat, hat man die Münzen bekommen. Hier ist es nicht mehr so. Hier müsste man schon das eigene Mauzi die Attacke einsetzen. Das waren nicht viele Poké-Dollar, aber es ging eigentlich. Immerhin, ja, immerhin ein paar. Wenn du es oft genug eingesetzt hast und dein Mauzi stark genug war, beziehungsweise dein Snowbillig hat, dann konnte man sich da schon mit eine Nutte finanzieren oder so, aber ja. Da hat man dann doch lieber einfach mal die Pokémon-Liga 8-mal durchgemacht und hatte man seine paar hunderttausend Poké-Dollar zusammen, die man dann alle in der Spielhalle gegen diese komischen Münzen eingetauscht hat. Die Spielmünzen, wovon man sich dann bei 9.999 Münzen ein Porygon eintauschen konnte, zumindest in der roten Edition. In der blauen war es, glaube ich, für 7.000 noch was, 7.700 oder so. Ja, motherfucking Porygon, ein Pokémon, das keiner haben möchte. Für verfickte Scheiß 9.999 Münzen. Oh, das hat sie ganz nass und schwitzig gemacht. Oh, komm, dusch dich mit mir, Alter. Ich habe das nie gesagt. Egal, weiter. Boah. Boah, was krieg ich? Was hätte ich kriegen können? Ich hätte ein scheiß Galopper haben! Habe ich können! Nein, 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 Galopper! Ich hätte einen Galopper! Ich hätte einen Galopper! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ich hätte einen Galopper haben können! Ein Galopper! Ein Galopper! Und was kriege ich? Ein Habitat! Ein scheiß Habitat! Erinnerungen an die Safari-Zone werden wach. Nee, die Attacke will ich nicht lernen. Was fange ich mir denn heute? Ein Sichlor, ein Chanera, ein Kangama. Nein, das ist motherfucking Nidorino. Das ich dann eh nicht fange. Wusstest du, dass einfach alles großartig schmeckt, wenn du in der Wildnis bist? Dann friss meine Scheiße, du Arschloch. Was hat denn der für Augen? Wenn man mal ganz, ganz genau hinschaut, hat er so, so ein Dirt-Face, so, Bryce. Wenn man vom Teufel spricht, Nidorino. Oh, ich kenne noch das Nidorino und dann war es das auch schon wieder für die Folge. Oh, wie mich Pokémon aufregt. 4 scheiß Habitats. Ich hätte einen Galopper haben können. Okay, okay. Egal. Sandame, nein, also.
ciao, bis zum nächsten Mal.